Fachmann Sports hier am Start, der liebe Marek. Sag mal, vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Sehr, sehr gerne. So, ihr seht, die Hand geht hoch und er kann sofort reagieren. Da, boom, da, da, boom. Oder selbst und einfach Stopp. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkon Lifestyle. Und heute Special Guest Padman Sports hier am Start, der liebe Marek. Hat es geschafft, nach Hamburg zu kommen, zu mir. Und ihr habt euch das gewünscht. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Macht doch mal was mit Marek. Und bei Marek habe ich auch mal gelesen, dass du auch immer gefragt wirst auf deinem Kanal. Macht doch mal was mit Kampfkunst Lifestyle. Genau, ja. Leute, ihr habt es euch gewünscht. Die Kooperation ist jetzt am Start. Und ich würde sagen, wir legen auch richtig geil was los. Was haben wir heute? Was willst du gerne heute machen? Denn Marek, ich bin ja sehr gastfreundlich. Ich nehme seine Techniken heute an. Schauen wir einfach mal, was er Schönes parat hat. Ich kenne ja seinen Kanal, da ist einiges Schönes parat ist. Und dann nehmen wir uns doch einfach eine schöne Technik von ihm raus. Und da fragen wir, worauf hast du heute Bock? Was machen wir? Erstens einmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf, sehr, dass sehr wir gerne. Uns so austauschen können und dass sehr, ich jetzt darstelle vor deiner Community, vor deinen Schülern. Ja, sind eine Menge Leute mega hier. Mega geil, mega tolle Leute. Genau. Und heute würde ich gerne irgendwelche so Techniken zeigen, wo du lernst, so schnell zu reagieren. Reaktionsfähigkeit. Ganz wichtig. Schnell aus den Hüften zu drehen, ist ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Unvorbereitete Stellung und einfach irgendwelche solche coole Techniken. Sehr, sehr geil. Da erwartet euch was richtig Cooles gleich. Aber ich würde sagen, das alles natürlich nach dem Intro. Also, bis gleich. Denn eine Stresssituation entsteht ja meistens so, dass wir gar nicht den perfekten Stand haben. Genau. Ne? Das ist ja auch immer so, viele haben immer so eine, ich glaube, ein falsches Bild davon, dass man immer gleich in einer präventionsartigen, ich will keinen Stress, oder ich will keinen Stress, aber das haben wir meistens gar nicht, denn meistens steht man gar nicht so günstig. Und ich denke, genau. Marek, erzählt euch mal, wie es eigentlich real ganz oft stattfindet, wie man steht, wie man stehen sollte und wie man trotzdem eine Verteidigungshaltung annimmt, ohne dass es danach aussieht, uns aber sehr gut schützen kann. Ja. Dadurch, dass ich jahrelang auch in Nachtlokalen gearbeitet habe, dann ich bin oft einfach nur so gestanden, da schützt ihr einfach automatisch euer Solarplexus, eventuell hier euer Kinn und aus dieser Lage komplett unvorbereitet. Das heißt, ich will nicht irgendwie schon dastehen und so irgendwie noch aggressiver das, machen. Das weil lädt ein, da habe ich schon, ja, das ist genau. Schon irgendwie einladen, sondern einfach von da, aus dieser Lage, einfach lernen, schnell zu reagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber was ganz wichtig ist, nicht nur aus den Händen, sondern immer den ganzen Körper. Genau. Wenn ich mich hier drehe, bin ich hier schon aufgepowert. Wenn ich mich hier drehe, auf die Seite, bin ich hier schon, wie beim Bogenschießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was ihr macht, einfach aus dem ganzen Körper. Weil wenn du irgendwelche Schläge nur aus den Händen ausführst, ist das nur irgend so eine halbe Kraft. Das sind 50% vielleicht und das brauchst du vielleicht gerade bei den... Richtig, richtig. Wir haben, wenn wir jetzt gerade mal auch so sehen, gerade die Schläge kommen aus dem Bein. Beim Uppercut sehen wir, wir ziehen hier hoch. Beim Hook, ganz wichtig, auch wie beim Ulissi, wie beim Kurzstock aus dem Kali. Der kommt aus dem Bauch mitgezogen, aus der Rotation. Das heißt, man sieht, der ganze Körper muss in einen mitlaufen, um Kraft in die Schläge zu setzen. Auch immer eine ganz wichtige Frage. Wie setze ich überhaupt Kraft in die Schläge, wenn der ganze Körper mitmacht und nicht nur die Arme? Genau. Ich würde sagen, machen wir mal so ein Beispiel. Ja, ich bin jetzt einfach mal der Aggressor, ich mache mal Stress. Er steht hier, ihr seht schon, ich stehe hier, mache einen auf, ja, ich will ran. Ich komme seinen Sicherheitsabstand schon zu nah und ihr seht, die Hand geht hoch und er kann sofort reagieren. Da, boom. Genau, ihr seht, Lead Hand Push war das von hier aus. Ich bin hier, whoop, er kann sofort pushen, hat seine Reichweite und ihr seht auch, dass er immer richtig schön seine Distanz wahrt, dass er gar nicht erst da reinkommt, dass wenn ich hier stehe, irgendwie versuchen kann zu grappeln, sondern er drückt mich mit dem Lead Push schon direkt raus, dass ich da gar nicht erst hinkomme. Seht ihr? Ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, das ist wichtig, dass man den Gegner gleich wegpusht, weil es reicht nicht, wenn ich jetzt einmal geblockt habe, weil das reicht einfach nicht. Ich kann hier immer noch arbeiten. Das heißt, blocken, pushen, boom. Genau. Ich will die Zeit gewinnen, die paar Sekunden, um wegzulaufen. Das heißt, nicht den Hero danach zu spielen, sondern blocken, pushen, da, da, boom, oder wegschubsen und einfach davonlaufen. Genau. Weil wenn ich jetzt nur einmal geblockt habe, da ist gar nichts. Das ist der falsche Weg. Das ist einfach viel zu wenig. Ja. Man muss noch ein bisschen, ein Stückchen weitergehen, den Gegner ein bisschen oder Aggressor bearbeiten und dann hast du die Zeit wegzulaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Denn ganz wichtig ist auch immer, ich denke mal, viele haben auch ein falsches
Sinn von der Selbstverteidigung. Meinst du, es funktioniert? Sei du mal der Angreifer? Stopp! Sorry, da muss ich lachen. Ja, ich weiß. Das geht mir auch so, wenn ich sowas sehe. Ich glaube, da sind wir ganz falsch. Denn was gebe ich Ihnen denn hier? Ne, was könnte er jetzt machen, wenn ich hier den Stoppmann mache? Ne, mach mal. Ja, seht ihr? Er braucht mich nur wegdrücken. Er kann mich ziehen. Das ist wie ein Henkel. Er kann mich in seine Beine ziehen. Ich kann hier überall reinfallen. Also bitte, Leute, ihr seht schon, wenn ich eng was an mir dran habe, dann kann er schon mal etwas nicht greifen. Wenn ich in einer Kampfposition stehe, wo er sehr weit ist, dann kann ich auch hier in die Finger reingreifen. Wir sind auf der Straße. Wir müssen nicht nur boxen. Ja. Wenn ich sehe, dass jemand hier steht, dass auch ganz fies hier jemand steht, hier kann ich auch einen Ellbogen auf die Finger schlagen. Ja. Geht ganz viel kaputt. Wenn ich aber hier bin, wie Marek das gerade schön sagte, dann passiert da gar nichts, weil ich kann hier reingreifen und er kann sofort agieren. Ich komme nirgends voran, bevor er nicht mich quasi erwidert. Ne? Nochmal, ich bin hier, versuche hier irgendwie ranzukommen. Ihr seht schon, er kommt schon direkt ran. Ich habe da gar keine Möglichkeit, ranzukommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und was mir noch ziemlich wichtig war, auch früher, dass ich nicht unbedingt den Gegner oder Aggressor irgendwie K.O. verprügeln kann oder wie auch immer. Deshalb ist es schön, einfach den Körper bearbeiten. Das heißt, ich stoppe dir hier irgendwo, zum Beispiel am Schulter, kannst nicht mehr sehr schmerzhaft. Oder hier am Brustkorb, aber nicht unbedingt irgendwo hier im Kopfbereich, weil da hat sie nur Probleme dann und es muss nicht unbedingt sein. Genau. Das heißt, ich kann dich auch hier stoppen, gut den Schlag, oder hier, oder hier, aber muss es nicht unbedingt sein. Gut, zweite Variante hast du ja auch noch, ne? Ja, ist genau gleicher Ausgang, das heißt, wieder ganz normale Stellung, halt die Hände habe ich oben und jetzt, wenn du kommst, zum Beispiel hier, direkt hier zu punchen. Das heißt, hier ist mein Schutz, über hier hebe ich seine Hand, seinen Arm und direkt hier reinpunchen. Das heißt, ich bleibe nicht hier, sondern man muss sich bewegen, boom, hier, boom. Das ist ganz wichtig und jeder, der die kurzen Rippen kennt oder auch das Gefühl, der weiß, das tut richtig weh, gerade ohne Handschuh, Barnackel, Leute, das ist was ganz anderes, als wenn ihr arbeitet mit Handschuhen. Ne? Selbst mit MMA-Handschuhen habt ihr einen kleinen Unsenschutz, einen kleinen Stoffschutz mit auf nackte Faust, auf nackte, das tut richtig weh und da können die Rippen mal ganz schnell durchbrechen. Was hier auch ganz wichtig ist, habt ihr gerade gesehen, dass Marek richtig schön Schulterroll macht. Der schützt bei seinem eigenen Schlag sein Kinn. Das ist auch immer ganz wichtig. Ich sehe auch viele, die machen nur einen Jab und haben den Kopf hier. Ja, genau. Ja. Ne? Der Jab versteckt sich hier. Genau dasselbe, wenn er jetzt seine Technik macht. Seht ihr? Er kommt hier rein und Schulter ist unten. Seht ihr? Schulter ist hier, er ist hier geschützt, dass selbst wenn ich haue, dass da eigentlich nichts mehr hinkommt. Weil er komplett an seinen Vitalpunkten geschützt ist. Daher eine sehr, sehr wichtige und gute Technik. So wie wir vorher geredet haben, über diesen Schlag, na? Wenn man über diesen Block, wenn man hier blockt, das ist ganz wichtig, Leute, dass man sich nicht verlässt nur auf seine Hand. Genau. Hier, weil wenn ich hier schlecht block, habe ich trotzdem. Drin. Das heißt, ihr müsst euch mit den Körpern bewegen. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel kommt, boom, und hier, tut er irgendwie auch dynamisch nach vorne. Wenn er kommt, boom, genau, hier, richtig. Ganz wichtig auch, was ja auch viele falsch machen, immer sehe ich auch immer ganz viele, wenn sie einen Schlag machen und nach vorne kommen und du jetzt ausweichst, dass sie den Arm immer stehen lassen und der Gegner so lange machen kann, was er will und die sagen, ja, der ist doch im Weg. Ja, ja. Niemand jabbt so. Ja. Man jabbt so. Das heißt, die Hand geht auch wieder zurück. Daran sehen wir, wenn er sich jetzt zur Seite dreht, ich bin hier, boom, dann kann er auch in dem Augenblick kurz reagieren, weil es öffnet sich ein Fenster. Ja. Es öffnet sich hier ganz kurz ein Fenster. Hier, bam, seht ihr, da kann er sofort rein und quasi mit meinem Angriff gebe ich die Lücke frei. Nicht nur einfach nur auf die Hand verlassen, die was blockt, sondern schön mit dem Körper bewegen. Genau, auch ganz wichtig, auch finde ich immer noch, ist, dass viele beim Training immer so arbeiten, dass wenn jetzt Marek zum Beispiel mal einen Schlag macht, dass die immer auf dieser guten Distanz bleiben. Aber ein Aggressor auf der Straße rennt einen über. Wenn er mich hauen will, dann kommt er auf mich zu. Da kann ich nicht hier bleiben und seht ihr schon, da kann ich hier nichts mehr machen. Ist vorbei. Deswegen ganz wichtig, da zur Seite zu pendeln. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, auch wenn Marek nochmal so dicht kommt, doch die Möglichkeit, hier jetzt Double, Single, Leg Takedown, könnt ihr alles machen. Ja, ihr habt da die Möglichkeit, weil er in euch einbricht, wenn ihr den Pendel nutzt, Schulterroll, Kinn schützen, sauber zu arbeiten. Und vor allem, wenn es da wirklich ein kräftiger Gegner ist, dann fühle ich mich hier viel sicherer, auf jeden wenn Fall. Ich ihn hier habe auf der Seite, da kannst du ihn bearbeiten, wie wenn ich den Gegner hier habe. Das war's dann, ne? Richtig. Überroll dich wie ein Bulldozer, das war's. Ist auch so. Ich bin einfach weg auf die Seite. Ist auch. Wir haben beim Kali, ihr ja bestimmt auch beim FMA auch immer gesagt, immer schön den Triangle Step, 45 Grad Winkel, raus, da können wir super arbeiten. Sehr nice. Marek, ich danke dir. Vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Ihr seht hier einen Fachmann mit am Start. Ich kann auch hier noch einiges lernen, muss ich natürlich auch dazu sagen. Und das ist auch immer ganz wichtig, Leute. Macht euch nicht zu, sondern seid weltoffen, denn jeder Mensch kann euch auch weiterbringen. Es ist jeden Tag eine Art Selbsthäutung. Ja? Und viele sagen auch immer, David, du machst ja nichts mit Kanälen, die kleiner sind, um sie zu pushen. Blödsinn. Michi, Smolik,
Hier jetzt, Putnam Sport. Ich bin immer bereit dazu, wenn Menschen das Herz auf dem rechten Fleck haben und auch gerne trainieren und auch richtig was können, bin ich dabei natürlich gerne mit anderen Kanälen auch zusammenzuarbeiten. Wenn Leute kommen, wie einige Kanäle, und sich ärgern, dass ich mit denen keine Videos mache, dann liegt das vielleicht daran, dass das Können nicht da ist, okay? Ja. Das so aber das zeigt irgendwie auch deine Stärke, das ist so wahre Krieger. Das heißt, es geht nicht nur um das Kämpferische, genau, sondern auch um das Herz. Das hast du auf den richtigen Weg. Danke, das ist wirklich super. Sehr schön. In diesem Sinne, ich denke, schönere Abschlussworte gibt es gar nicht. Sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Video. Schaltet wieder ein und auch mal bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Link ist jetzt unten in der Beschreibung. Könnt ihr einfach reingucken, seid ihr auf seinen Kanal. Er wird sich auch über ein Abo freuen, wenn er da natürlich ist. Denn dort könnt ihr richtig schön mitverfolgen. Richtig reale, schöne Selbstverteidigung am Start. Das letzte Video von dir habe ich richtig gefeiert mit dem Stock, reale Messerstock. Also das beste Video aus, ja, Wien. Ja, ja. Aus Wien, genau. Mit deinem Kollegen auch nochmal liebe Grüße an deinen Kollegen. Richtig danke. Nice. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht, wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nahe treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen, drauftreten. Immer auf Schwächere, die sich auf...